Ja, Herr Landwirtschaftsminister, die Initiative Zukunftsfeld Bauernhof ist ein positives Signal, gerade in Zeiten von düsteren wirtschaftlichen Prognosen, wo der Milchpreis stetig sinkt. Jetzt fordert Agrarlandesrat Schwärzler und auch Landwirtschaftskammerpräsident Moosbrucker, dass diesem auch Taten folgen. Was wird in Zukunft passieren? Es ist so, Zukunftsfeld Bauernhof ist eine gemeinsame große Diskussionsveranstaltung, die ich mit den Landesräten, mit den Kammerpräsidenten in ganz Österreich führe und vor allem mit den Bäuerinnen und Bauern. Da geht es darum, dass wir gemeinsam unsere Position erarbeiten, wie wir uns in Österreich die Landwirtschaft nach 2013 vorstellen, wenn die Agrarpolitik der EU reformiert wird. Es geht aber auch darum, wie wir jetzt Chancen zum Beispiel für die Bäuerinnen, für die Jungbauern, aber auch für die Landwirtschaft insgesamt erarbeiten. Und es wird auch um die Milch gehen, ja. Jetzt wollen die Bauern auch, dass ihre Leistungen abgegolten werden. Was wird dahingehend passieren? Ja, die Leistungen der Bauern werden über das Bergbauernprogramm abgegolten, über das Umweltprogramm, die Direktzahlungen, die gilt es abzusichern, auch eben auch in Zukunft, weil wir eine flächendeckende Landwirtschaft hier in Österreich haben wollen, gerade auch im Berggebiet. Und da geht es ohne finanzielle Unterstützung nicht. Und natürlich ist der Markt auch wichtig, zum Beispiel, dass sich der Milchmarkt erholt und dass wir eben Preise sichern. Und das kann nur dadurch gehen, dass wir auch die Achse zum Konsumenten aufbauen. Konsumpatriotismus, heimische Lebensmittel kaufen und dann, wenn die Bauern auch eine Zukunft haben. Nun haben Sie auch von speziellen Förderungen für junge Bäuerinnen gesprochen. Ja, es geht darum, dass 40% der Betriebe, der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich von Bäuerinnen geführt werden. Die haben dann Familie zu betreuen und oft auch alte Menschen zu pflegen, also eine Mehrfachbelastung. Und es geht mir darum, dass wir darüber reden, wie wir die Bäuerin entlasten könnten, dass sie den Betrieb auch führen kann, dass sie eben ihrer Familie auch eine Zukunft geben kann. Auch das ist ein Teil der Zukunftsfeld-Bauernhof-Diskussion, wo wir vor Ort hier über neue Ideen reden. Denken Sie, dass der Beruf Landwirt überhaupt noch Zukunftsperspektiven hat? Ja, mit Sicherheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Landwirtschaft auch in Zukunft brauchen. Die Gesellschaft hat ja auch Erwartungen an uns, nämlich Lebensmittel zu erzeugen, Landschaft zu halten, Boden, Luft, Wasser zu schützen. Es wird immer Bauern brauchen, die das bewerkstelligen. Und es geht darum, einen Weg in schwierigen Zeiten zu finden und eben diese neue Chance zu betonen und der Landwirtschaft eben Zukunft zu geben.